angepisst. Du bist angepisst? Sachen gibt es. Die gibt es nicht. Raus? Ja. Wie nennen wir die beiden? Fridolina und Alonia. Nicht Inzi und Binzi. Nee, wie kennen die Spinnen auch? Wie nennen wir die? Oh, wie heißt die Spinne von Harry Potter nochmal? Wie Aragog. Aragog und Aragina. Nur die Frage ist, welche überlebt länger, ne? Ich glaube, Aragina. Das werden wir noch berichten. Die Weibchen sind immer stärker. Aragina. Oh, yeah. Wo geht's jetzt hin? Zu einem Event. Und was wird da gemacht? Getrunken. Da ist eine Lücke. Ich muss kurz einmal. Ich muss mich da mal kurz sehen, wie du den Ausblick genießt. Okay, warte. Oh. Aber mega cool. Also wir sind hier gerade angekommen. Hi, durch, oder? Wir sind hier gerade angekommen und wir haben sogar Stand-Up-Paddle. Das heißt, theoretisch, ne? Versenke ich mich hier gleich im Hemd. Ja, das ist voll auf Entfernung. Ich komme jetzt rüber. Ich nähere mich langsam an. Achtung. Oh, oh. Da. Der weiße Hai. So, kann man mit Ihnen auch anstoßen, oder? Nee, ich trinke nur für mich alleine. Okay, tschüss. Man kann hier halt auch Stand-Up fahren, ne? Das haben wir euch ja schon erzählt. Aber ich krieg meinen lieben Philipp nicht überredet. Trink erstmal noch einen Schluck. Du. Ich glaube mir nach dem dritten Drink erst recht nicht. Ja, es ist echt heiß. Was ist damit zu tun? Cindy, was hast du gerade ungefähr 37.000 Mal erwähnt hast? Ja, es ist heiß. Es ist richtig heiß. Wirklich. Ich sag mal so. Cindy hat auch mein Getränk ausgetrunken. Ich weiß, also ich habe mich nur kurz weggedreht, dann war es alle. Aber ich sag mal so, die Aussicht ist ja trotzdem ganz nett. Auch ohne Getränk, ne? Nee. Gepisst. Du bist angepisst? Spaß. Hast du wirklich? Ja, was habe ich denn sonst? Natürlich, hör doch zu. Guck mal, wenn er getrunken hat, kriege ich das sowas von aus ihm raus. Eine Überraschung vom 21. Ja, bevor du das selber irgendwie buchst. Also, ich habe nie wieder was seitdem gesagt. Schau mal. Das Erste, was ich sage, ist, gerade... Hier. Sag mal, hast du der kleine Prinz ge... No. Ich höre doch zu, was du magst. Ich hab's echt herausbekommen, ne? Ich habe einmal etwas geraten. Ja, ich sag ja, bevor du dann die Tickets buchst und wir das doppelt haben, dann sage ich ja direkt ja aus. Also wir gehen. Wir gehen ins Planetarium. Ich kann dir trotzdem noch eine Augenbinde ummachen, wenn du willst. Wie warm haben wir es gerade? Zu warm. Wärmer als draußen. Und draußen sind es 32 Grad. Wie warm war es gestern? Ach, leck mich mal. Verarsch mich doch hier schon wieder. Aber es ist so warm draußen, ich hab gar keinen Bock mehr. Und Mama schleppt mich jetzt auch noch mit. Oh, Mann. Oh, Scheiße! Ich kann das Lenkrad nicht anfassen. Wirklich. Scheiße. 35 Grad draußen. Ist das unbelustig? Heute wird nicht mehr gesoffen. Heute kommt wieder der Ernst der Lage. Da wird schön der Backofen geschrubbt. Der Backofen ist heute dran. Sonntag kommt noch die Waschmaschine und der Kühlschrank weg. Dann ist eigentlich nur noch die Spülmaschine übrig. 2-3 Bilder und der Badezimmerspiegel. Den Schreibtisch habe ich mich jetzt mal entschieden, doch noch zu behalten. Den stellen wir dann in den Keller erstmal, bis wir einmal in eine größere Wohnung ziehen. Oder ein schönes Arbeitszimmer haben. Ne? Love after love is turning off. Was für mich, glaube ich, der größte Umschwung war bei dem Umzug nach Hamburg, ist wirklich der Verkehr. Also in Oldenburg kommt man halt wirklich zu 98% der Zeit, ich sag mal jetzt zu der Hauptverkehrszeit vielleicht auch nochmal schwer durch, aber stehst halt maximal 10, 20 Minuten, dann bist du halt am Ende der Stadt so und das ist alles super. Und wir stehen hier wirklich schon seit wie lange?
Halbe Stunde schon, oder? Würde ich sagen. Ja, locker. Kommen wir einfach nicht weg. Und der arme Sam leidet vor sich hin. Er leidet gar nicht. Hier sind richtig angenehme 22 Grad im Auto. Er leidet auch, weil er kein Essen bekommen hat. Und Klima. Von dir. Er bekommt immer Essen von mir. Ich weiß, wir haben Sam, wann war das? Vorgestern aus Versehen doppelt gefüttert. Ja. Cindy war die ganze Zeit mit Sam unterwegs und war bei einer Freundin. Und ich war zu Hause und dachte mir so, ach, keine Ahnung, mach ich dem Hund mal einen Gefallen, pack schon mal das Essen da rein. Und dann kommt Sam rein, Cindy ist dann irgendwie im Bad verschwunden und ich guck so rüber zu Sam, so, Sam, guck mal, Essen. Er hat es auch selber gar nicht verstanden, denkt sich so, hä, was ist hier denn los? Ich hab doch schon Essen bekommen. Und hat dann einfach die doppelte Portion bekommen. Ja, super. Und wir wundern uns dann einfach mal, warum Sam dann plötzlich zunimmt. Sachen gibt es. Die gibt es nicht. Wir fahren gerade wieder extra in meine Wohnung, weil jemand die nächste Sache abholen wollte. Ich glaube, es ging jetzt um den Herd. Und ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Vor allem, wir sind jetzt eine Dreiviertelstunde unterwegs. Nur dafür, um in die Wohnung zu fahren, weil der Typ gesagt hat, er holt das ab. Man muss aber fairnesshalber dazu sagen, das ist ein sehr korrekter Typ, weil er auch gesagt hat, damit ich mir keine Sorgen machen muss, kann er mir das Geld schon vorher überweisen. Und der hatte halt echt auch einen scheiß Vorfall gerade. Ne? Die ziehen wohl gerade selber hier nach Hamburg und wurden gefühlt bei ihrem Umzug, nachdem sie auch 3 Stunden im Stau standen, vor der Haustür wurde die Matratze bei denen geklaut. Also auch sehr asozial. Eigentlich kann man ihm wirklich nicht böse sein. Es ist immer so süß, wie Sam hier draußen brav wartet, weil Phil hier gerade noch was holt. Irgendwie ein Brötchen und was zu trinken für uns, weil wir gehen jetzt in den Stadtpark spazieren. Und? Sam, ne? Wir müssen leider draußen bleiben. Er ist so fixiert dann immer, das ist richtig krass. Ne? Phil hat uns hier so einen Ahai-Shot True Fruits Zitrone-Campinger mit der Vespo. Lässt uns nicht in Ruhe. Mitgebracht, haben wir probiert. Scheiße, richtig scheiße. Aber versucht was wert. Ja, Sam, ich weiß, du würdest es gerne trinken. Aber schmeckt nach Apfelmus mit Wasser vermischt und Zitrone. Das war sehr, sehr. Also, ich bin echt nicht säureempfindlich. Du weißt ja, ich esse Zitronen pur. Aber das ist echt, das ist schon. Ja. Das würde dir auch nicht schmecken, Sam. Not. Sam! Du bist richtig fixiert. Ah, weil die Brötchen da sind, ne? Also, jetzt fangen wir auf das geholt ab, anstatt. Zwei solche. Ah, ja, cool. Stangen und hier so ein Sesamgedöns. Ja, sehr cool. Da fragt man sich gerade, wer sich mehr über diese Abkühlung freut. Leute, tragt immer Badeschlappen. Ist echt so. Oh. Das hier ist so seine alte. Und eine Riesenlibelle, ey. Echt so seine alte Stelle hier. Wie war ich früher schon immer richtig oft mit ihm am Wasser. Und er ist auch so richtig selbstverständlich hier hingelaufen. Auch vorgelaufen, ne? Vorgelaufen, genau. Sams kleines Badewohnzimmer. Ich glaube, Sam hat keinen Bock mehr. Wir schauen gerade das Versprechen. Das ist eine Geschichte von jemandem, den ich auf TikTok entdeckt habe. Der saß unschuldig über 30 Jahre im Gefängnis, glaube ich, weil er etwas für seine Frau oder Freundin damals gestanden hat, was er eigentlich gar nicht getan hat. Guckt euch das mal bitte an. Wie soll ich denn davon abbeißen? Hauptsache, er schmeckt. Hauptsache Raffaele und Granola, ne? Und ein neuer Tag in der Wohnung. Die Wahrheit. Mal gucken, ob heute wirklich jemand kommt, um den Ofen abzuholen und den Kühlschrank, ne? Ja. Kühlschrank und die Waschmaschine. Und die Waschmaschine, also 3 Sachen. Wobei die Kandidaten, die die Waschmaschine und den Kühlschrank abholen, die haben ja schon mal was abgeholt, die sind echt zuverlässig. Also da, ja, was haben die genommen? Den Schrank. Ah, die war das. Ah. Und beziehungsweise ihr Kumpel, der da mitgeholfen hat, der wollte ihn dann für sich haben. Ach. Echt? Ja. Yeah. Krass, okay. Und seine Frau wollte eigentlich das Sofa haben, aber das Sofa wird ja von jemand anderem abgeholt. Okay. Ich kann euch hier mal kurz zeigen, wie das alles jetzt so aussieht. Also es wird auf jeden Fall schon leerer. Hier der Flur schon komplett leer, nur noch der Spiegel. Hier liegen jetzt noch ein paar Sachen.
Was stiftest du hier schon wieder, hä? Also es sieht schon mega gut aus. Hier, das einzige Problem ist der Tisch, da geht irgendwie die Glasplatte nicht weg. Also die ist da so hart festgesaugt. Aber vielleicht finden wir ja jemanden, der den Tricks annimmt. Das wäre gut. Und Arbeitszimmer ist noch komplett. Ja. Ja. Dann drückt uns die Daumen. Dass die Leute hier heute wirklich kommen, ne? Mir fehlen da langsam wirklich schon die Worte. Also, jetzt hätte jemand um 12 und 13 Uhr kommen sollen. Und jetzt haben die das, also die um 12 Uhr kommen sollten, auf 15 Uhr geschoben. Deswegen fahre ich jetzt nach Hause und hole unsere Arbeits-MacBooks, damit wir dann von der Wohnung aus arbeiten können, weil es ist halt jetzt 11. Und wir sind extra früher in die Wohnung, damit wir nochmal den Ofen und so sauber machen können. Und damit das halt alles erledigt ist und dann in einem Rutsch halt ready ist und wir um 14 Uhr wieder zu Hause sind, weil wir halt heute wirklich, obwohl Sonntag ist, fest damit gerechnet haben, dass wir heute arbeiten und beziehungsweise auch müssen. Und ja, das macht immer Spaß. Deswegen, wir sind dann wahrscheinlich jetzt um frühestens 16 Uhr zu Hause, wenn das alles gut klappt und die den Termin nicht noch weiter nach hinten legen. Das Blöde ist, wir haben ja halt fast nichts mehr in der Wohnung. Aber gut, Hauptsache die Sachen kommen überhaupt raus. Wir haben uns jetzt gerade ein Beruhigungsdürüm geholt und haben wirklich genau zwischendrin noch einen Anruf bekommen. Ich kann ja nicht reden, wir müssen später weiter vloggen. Ich muss mich erstmal beruhigen, ich habe schon Kopfschmerzen bekommen. Nee, ernsthaft, ey, läuft wieder so viel schief und jetzt am Ende geht's doch irgendwie so alles. Happy End. Happy End. So. Wir nehmen jetzt noch ein paar Sachen mit in die Wohnung. Die Liebe und die Lust. Bitteschön. Übrigens so geil, wir haben hier das Fahrrad ja hingestellt und es steht seitdem hier. Phils Fahrrad wurde by the way von hier geklaut. Aber das Geile ist, und das Fahrrad wurde jetzt einfach noch ein Regenschirm gelegt. Der liegt da jetzt schon seit 3 Wochen drin. Und nee, Sam, wir bleiben hier. Schön mit in den Keller gehen, um Müll wegzubringen. Ja, und das Geile ist halt wirklich, sein Fahrrad wird von genau hier geklaut. Mein Fahrrad steht hier seit gefühlt einer Ewigkeit. Und dazu haben wir noch ein Geschenk bekommen, das auch seit einer Ewigkeit in diesem Fahrradkorb ist. Super, ne? Das Wichtigste, was Phil erstmal mitgenommen hat, seinen XXL-Schuhanzieher. Wobei man sagen muss, meiner ist halt auch schon nicht klein. Und der hier... Wo hast du den eigentlich gekauft? Wo kriegt man so einen riesen Schuhanzieher her? Bei Ikea. Ikea, echt? Das ist von Ikea. Na krass. Ich bin auch knapp 250 groß, das ist noch neu. Ja, genau. Was hast du sonst noch so mitgenommen? Kleinigkeiten, Bücher, Akten. Paar Verpackungen, Akten, ein paar Klamotten. PlayStation-Spiele, ganz wichtig. PlayStation-Spiele, stimmt. Und Winterjacken, ne? Ja. Ne? Ne? Aber sonst, ist die Stimmung positiv, weil doch jetzt das meiste abgeholt wurde. Ja, stimmt wirklich. Jetzt muss nur noch die Spülmaschine weg. Stimmt, wir haben ja noch gar nicht erzählt, was passiert ist. Ja, wir haben das jetzt ja schon häufiger erlebt, dass die Leute einfach stumpf absagen, wenn sie irgendwas, sag ich mal, gebucht haben bei eBay Kleinanzeigen. Und heute war jemand da, der auch schon zweimal abgesagt hat. Wobei man dazu sagen muss, die Person war sehr zuverlässig und hat auch schon angeboten, das Geld vorher zu überweisen und so weiter und so fort. Die haben einfach nur abgesagt, aber waren sonst nett. Aber kurz vorher immer abgesagt. Und jetzt war es so, dass der Kühlschrank abgeholt werden sollte und die Waschmaschine. Und da habe ich, glaube ich, ja, eine Viertelstunde eher dann Bescheid bekommen, dass dann ja, das Ganze doch nicht abgeholt wird, weil der Fahrer nicht fahren kann. Und dann haben wir eigentlich schon abgebrochen, wollten eigentlich nur noch spazieren gehen nach Hause und da haben wir Glück gehabt. Dann kam nochmal ein Anruf, meinte so, es tut uns leid und wir wollen nicht so unzuverlässig sein und haben doch noch alles abgeholt. Ich kann schon gar nicht mehr reden, weil ich komplett fertig bin. Es ist einfach nur ohne Worte. Aber letztendlich, es gab halt wieder so ein großes Hin und Her. Wir standen so zwischendurch richtig wieder auf dem Schlauch und dachten so, geil, jetzt sind wir hier wieder umsonst hingefahren gefühlt. Und letztendlich hat es dann doch alles geklappt. Ja, genau so fühle ich mich auch, ey. Wir haben bis jetzt noch gearbeitet und gehen jetzt noch eine Runde. Joggen! Wupp, wupp. Muss ich mal erzählen hier, wie ich die Fresse übergangen habe. Ja, stimmt. Normalerweise fragt er mich immer, ob ich mitkommen will zum Joggen. Ich dachte mir heute schon, als wir von der Wohnung losgefahren sind, oh, heute habe ich richtig Bock auf Joggen.
und auch Bock, irgendwie eine größere Runde an der Eisdecke zu sein. Sie hat gesagt, dass sie Kopfschmerzen hat. Genau, mir ging es halt echt auch nicht gut. Also erstmal kicken die Hormone wegen der Pille und dann habe ich auch noch richtig Kopfschmerzen und fühle mich halt so richtig scheiße. Dann habe ich mich vor einer Stunde mit einer Kopfschmerztablette aufs Sofa gesetzt und dachte mir, wenn die wirkt, dann frage ich Phil, ob wir joggen gehen. Und dann kam er so und meinte, ich gehe kurz joggen, tschüss. Ich so, was? Sam in Entenform. Das ist echt die Sam gerade. Aber gucken, wir haben diesen riesigen Schwamm. Schwan entdeckt. Oh, guck mal, das hat er gehört. Das sieht gerade so schön aus. Was für Schwamm? Nennst du mich Schwamm oder was? So sieht hier die Realität aus, Leute. Wir kommen hier gar nicht richtig zum Laufen, weil es einfach Spazierjogger. So wunderschön aussieht. Also wirklich. Wie soll man sich da auf Sport konzentrieren? Leute. Die sind die schlimmsten Jogger ever. Warum schlimm? Hat doch alles gut geklappt. Es ist ein Happy End. Der ist ja frisch. Lag halt auf dem Weg, sagen wir es so, ne? Piep, piep, piep. Wir haben uns alle piep. Lieb. Wir haben hier jetzt gerade so Ramen und Bubble Tea. Ramen. Und Ramen. Und Ramen. Und Bubble Tea und einen gierigen Sam. Leicht zufolge mit Bilder. Rahmen. Voll gefressen und fast fertig gearbeitet. Machen wir jetzt nicht Feierabend. Wir sind einfach nur noch kaputt, Leute. Diese Hitze. Hier sind 70 Grad in der Wohnung. Wir haben jetzt eine Klimaanlage bestellt. Die hoffentlich morgen ankommt. Hoffentlich. Spätestens übermorgen. Und wir haben eine richtig coole Funktion auf YouTube entdeckt, wo wir euch vielleicht ein bisschen was zurückgeben können. Denn es gibt die Möglichkeit, jetzt auf Kommentare mit Videos zu antworten. Wir werden uns jetzt in jedem Vlog 5 Kommentare raussuchen, die wir dann sozusagen mit einer Videoantwort beantworten, die ihr dann sozusagen persönlich von uns bekommt. Genau. Ey, gar nicht mehr. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch der Vlog gefallen hat. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Wow. Wow, wow, wow. Ich kann nicht mehr. Zum nächsten Vlog wieder. Ich schwitze mich auch gerade. Tschüss. Tschüss.